Keine andere Pflanzenfamilie hat ein solches Spektrum an verschiedenen Blüten hervorgebracht wie die der Orchideen. Deshalb gilt sie für viele Menschen als die Königin unter den Blumen. Es gibt etwa 30.000 verschiedene Arten. Nur 70 davon sind bei uns heimisch. Zu ihnen zählt die Fliegenragwurz. Ihr rund 40 cm hoher Stängel wächst aus zwei unterirdischen Knollen. Am Boden stehen rosettenartig fünf grüne Blätter, die steil aufgerichtet sind. Jeder Stängel trägt 2 bis 20 Blüten. Die Blütezeit beträgt 3 Wochen und beginnt je nach Standort im Mai oder Juni. Die Blüte der schlanken Orchidee besteht aus 3 grünen Kelchblättern und 6 Kronblättern. Sie ist raffiniert aufgebaut und ähnelt der Form einer weiblichen Grabwespe. Ein Kronblatt ist vergrößert und zu einer auffälligen Lippe ausgezogen. Es trägt in der Mitte ein blaues Mal mit einer pelzigen Oberfläche. Die 3 hellen Kronblätter sind miteinander verwachsen und bilden eine Art Schutzkappe für die Geschlechtsorgane. Die beiden fadenförmigen, dunklen Kronblätter täuschen die Fühler der Grabwespe vor. Am bläulichen Fleck auf der pelzigen Oberfläche glaubt das Männchen, den Flügel des Weibchens zu erkennen. Außerdem verströmt die Blüte Sexualduftstoffe, die denen der weiblichen Grabwespe praktisch identisch sind. Beim Kopulationsversuch bekommt das Grabwespenmännchen 2 Pollenpakete angeheftet. Fliegt es dann zur nächsten Blüte, bestäubt es deren Narbe mit dem fremden Pollen. Nach der Bestäubung entsteht eine Kapselfrucht mit unzähligen Samen, die vom Wind verbreitet werden. Da die Samen so winzig sind, enthalten sie nicht genügend Nährstoffe zum Keimen. Um sich weiterzuentwickeln, gehen Orchideen daher eine Symbiose mit Bodenpilzen ein, die direkt in die Wurzelzellen eindringen. Erst dadurch ist es der jungen Orchidee möglich, Nährstoffe aufzunehmen. Ist sie größer, speichert sie diese in ihrer verdickten Wurzelknolle. Auch die Spinnenragwurz ist eine Sexualtäuschblume. Die Blüten dieser Ragwurzart ahmen die Weibchen von Erdbienen nach. Zu den bekanntesten heimischen Orchideen gehört der Frauenschuh, auf dessen etwa 60 cm hohem Stängel bis zu 3 Blüten wachsen. Besonders auffallend ist die schuhförmige gelbe Lippe in der Mitte von 4 braunen Blütenblättern. Staubblätter und Narben ragen in die Öffnung dieser Lippe. Kleine Bienenarten kriechen angelockt durch einen Duftstoff in die Öffnung. Der Weg nach draußen führt nur an den Geschlechtsorganen vorbei. Die klebrigen Pollen bleiben an den Härchen der Biene hängen und gelangen beim Besuch des nächsten Frauenschuhs auf dessen Narbe. Alle heimischen Orchideen sind sehr selten und vom Aussterben bedroht. Deshalb stehen sie unter Naturschutz. Sie dürfen nicht gepflückt oder ausgegraben werden.